So, willkommen meine lieben Leute und Freunde und alle meine Dudes, alle unsere Fans und so weiter und so fort. Ich begrüße euch herzlich zu einem Minecraft-Projekt, Skytopia. Hallo, ich bin hier der blaue Typi, der hier so verdammt dumm hüpft. Ich bin diese grüne Hallo. Bitch, ich bin diese grüne Bitch. So Leute, ich würde jetzt mal sagen, wir starten, ups, nicht so. Wie gesagt, das Ganze läuft im Survival-Modus hier ab und wir müssen jetzt erst einmal jeder eine Farbe ziehen. Ich drücke zuerst. Oh, es kommt nichts raus. Oh. Ha, ich darf mir eine Farbe aussuchen und ich nehme gelb. Ja, und dann habe ich schon einen. Habe ich einen Dingsblock. Ich bin dran. Oh, ich bin dunkelgrün. Kaktusgrün. Jo. Ich bin rot! Das bedeutet, mein zweites Mitglied ist blau. Das, ich würde mal sagen, wir setzen im Spender einfach hier jetzt nur noch die blaue Wolle da rein für ihn und dann lassen wir der. Nehmt euch die Wolle raus, dann können wir gleich unsere Betten machen. Kuchenstand, bedien dich. So. Wer macht den Cobblestone-Generator erstmal aus, aus Erde? Oh, kam kein Gras raus, wie schade. Warte, ich baue schon mal das Holz ab, ne? Leute, ja, aber nicht komplett, sonst fällt das da alles runter. Leute, erklärt mal einer für die anderen, was hier Sache ist. Okay. Das ist ein Dingsprojekt. Ein Survival-Projekt und das Ganze läuft so ab. Wir haben hier jeder so unsere Survival-Leben. Und wenn wir halt sterben, sind wir am Arsch, ne? Ja. Nee, also wir machen auch einmal pro Woche PvP. Dafür haben wir schon eine Festung vorbereitet. Die wir jetzt aber noch nicht zeigen, natürlich, das ist ja logisch. Und nach 2 Wochen wollen wir dann noch einen kleinen Jump'n'Run einfügen. Warte, ich baue mir auch kurz mal schnell hier ein bisschen was ab. Ja, ich bin ja nicht blöd. Tobi? Tobi, hier, warte mal, kurz für dich. Für dich, ich gebe dir ein, gibt dir einen Teil für ein Bett. Hallo, das liegt da, das liegt da. Das liegt da. Ich hätte dich fast geschlagen. Ich pack das Holz kurz in die Truhe. Und meine Wolle auch, weil ist mir gerade ein bisschen gefährlich. Okay. Ich habe jetzt auch ein Bett. Warum kann ich nicht bauen? Jetzt habe ich auch eins. Okay, warte, jetzt baue ich hier schnell noch den Rest. Bauen wir mal hier so eine Plattform. Nee, warte, ich wollte jetzt eigentlich hier abbauen. Ja, deswegen ja. Wollt ihr nicht ein Bett machen, damit wir keine Monster kriegen? Ja, aber dafür braucht Torbell hier erstmal ein bisschen Holz. Ja, hier ist wer baut da bitte die Gräser ab? Ich? Nicht. Nein! Durch Abbauen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass was runterfällt. Nein, eben nicht. Wenn die ab von alleine weggehen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit. Oder ist die Wahrscheinlichkeit erhöht? Zumindest war das früher so. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Mittlerweile. Das war nie so. Doch, das war so. Ich habe jetzt drei Dinger hier rausgeworfen: 3 Tropenholzbretter. Nimmt die mal einer für sein Bett? Ich habe doch schon lange Holz. Ach so, ja, sorry, dann. Aber ich habe keine Wolle. Warte, die habe ich in die Truhe gepackt. Okay. Dann baue ich hier mal auch so eine kleine Plattform hier noch. Wollen wir jetzt erst einmal schlafen gehen kurz? Ja. Ja, okay. Mein Bett ist das Hipster-Bett. Ich würde mal sagen, wir haben hier so ein bisschen kleines wenig zu viel hier geschrieben. So, ich würde sagen. Also ich habe noch keinen Hunger verloren. Wie sieht's mit euch aus? Ich habe auch noch nicht. Ich würde sagen, ich fange hier jetzt schon mal leicht an, hier eine Baumfarm zu bauen. Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen Holz. Slap. Ja. Hä? Wollen wir nicht erstmal mit einem Cobble-Generator anfangen? Also mir ist das ehrlich wurscht, denn Holz ist genauso wichtig. Also ich würde erstmal sagen, ich mache hier mal so ein bisschen. Ist eigentlich da Tropenholz-Dings runtergefallen? Bis jetzt noch nicht. Das ist scheiße. Ja, aber... Ist es vielleicht ausgestellt, dass es runterfallen kann? Nein, eigentlich nicht. Das kannst du doch gar nicht einstellen. Ja, klar kann man das einstellen. Ob das runterfällt? Ja, in den Server-Einstellungen. Das ist bitter. Wie tief ist die Insel hier? Tief genug? 3. Soll ich ein bisschen Erde abbauen? Mach ruhig. Soll ich schon mal mit dem Cobble-Generator anfangen? Maybe? Jo, klar. Warum nicht? Okay.
Dann, wo kommt er hin? Nicht wo Holz ist. Dann muss ich jetzt einmal hier die Blätter abbauen. Oder? Ja, versuch. Ja. Ja, man kann ja doch nicht fehlen, so ein paar Blätter abzubauen. Ja, wenn wir jetzt Pech haben, haben wir kein Tropenholz mehr. Habt ihr ein bisschen auf die Zeit? Weil ich weiß ja nicht, wann mein Aufnahmeprogramm stoppt. Oh, ja, das stimmt. Doch, oder nicht? Ne? Don't know. Jo, ich denke, wir... Ich stelle jetzt mal uns einen Timer auf 10 Minuten, dann dürfte es ungefähr passen, ne, Leute? Ja, wäre schön, wenn man mir insgesamt bei der 9. Minute Bescheid gesagt hätte. Ja, das weiß ich nicht. Genau. Hast du keine, Anzeige da? Nein, leider nicht. Nein. Ich nehme das, ich hab keine Fensteraufnahme, das heißt, ich nehme nicht ein bestimmtes Fenster auf, sondern das Spiel und dann wird da keine Zeit angezeigt. Ah. Nee, so habe ich das doch auch nicht. Ich habe nur, ich habe ja Fraps. Fraps. Ja, ich habe ja aber keinen Fraps. Ups. Ja, das tut mir aber leid für dich. Nein, Fraps frisst voll viel Speicher. Ja, ist echt so. Ja, aber es geht voll. Wer hat mein Bett hier weggebaut? Ich habe mein Bett hier weggebaut. Was hast du eigentlich mit dem... Alter, du hast den Kabelgenerator falsch gebaut. Hä? Warum? Hier kommt jetzt Kabel. Das ist doch gut. Und das ist geschützt, weil wegen, weil wegen kann ich zerstört werden, weil es auf einer Ebene höher ist. Ja, gut. Naja, gut, dann glaube ich dir mal, ne? Danke. So, aber wir dürfen die Lava zu bauen, sehr. Alter. Warte, wir haben ja unter der Startinsel ein bisschen was. Ich gucke hier mal. Fahren wir mal Kugli. Hast du denn schon eine, eine Spitzhacke? Ja. Gut, dann können wir gleich die Baumfarm weiterbauen. Jetzt nämlich, wir müssen erstmal um jeden Baum ja... ich habe die Truhe gefunden, ich habe die Truhe, Leute. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht durch die Truhe hier durch. Ich hoffe, du fällst durch die Truhe hier durch. Scheiße. So. Wir haben jetzt den zweiten Lava-Eimer. Wer hat mir jetzt hier die Items geklaut? Ist das dein Ernst? Wir haben noch wirklich Beine, jetzt? Sechs Knochen und ein Schild. Ja komm, gib mir mal kurz die Knochen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Die Knochen sind echt wichtig. Ja. Steck das mal alles in die Truhe da. Warte mal kurz. Ich setz mal den anderen Tropenbaum hier auch mal rein. Gut, Fichtenholz. Wer hat Fichte schon abgebaut? Ja, gut. Ich noch nicht. Ich hab schon Fichte abgebaut. Hast du ein paar Kobbels für mich? Dann kann ich nämlich Slabs machen. Gib mir mal alles, was du hast. Dann kann ich nämlich schon hier Fichte abbauen. Dann baue ich da so einen kleinen Graben rum. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts Hallo, zurück. Kannst du es mir mal geben hier? Ich hab dir das doch schon hingeworfen. Achso, ja, okay, gut. Hände hoch, falls wer das Zitat erkannt hat. Ja. Ich hab's nicht erkannt, ich bin doof. Hä, was? Oh, hat man das gesehen? Achso. Achso, ich dachte. Warte, bevor ich hier diese. Bevor ich das hier mache, packe ich erstmal hier ordentlich Erde weg, weil sonst fahre ich gleich runter und wir sind alles gefehlt, weil wir einen Lava-Eimer und Erde verloren haben. Das ist bitter gleich zu Anfang. Das ist bitter, das ist schlecht, das ist kacke, das ist nicht gut. Nicht so eine negative Einstellung hier. Das sagt der Richtige. Jo, wollte ich auch gerade sagen, du. Ich bin voll positiv eingestellt. Voll positiv? Naja. Ich bin positiv getestet. Positiv, ja, wenn wir das mal so sehen würden, dann... So. Ich kann jetzt Fichte hier zu Ende machen hier. Komm hier, mal hier kurz hier. Geh mal weg hier. Und dann setze ich gleich mit, Knochenmehl schon gleich das Tropenholz weiter, damit wir da unsere Baumfarm mit Tropenholz-Slabs bauen können. Sonst sieht das ja scheiße aus. Finde ich. Technischer Fortschritt, was hast du gebaut? Eine Steinspitzhacke. Hier ist ein Ofen. Oven. Und die Holzspitzhacke behalten, weil die können wir verfeuern. Ne? Also nicht, dass einer auf die Hunger-Idee kommt. Hunger? Hunger. Ich hatte nur festgestellt, dass ich Hunger habe. Ach so. Ja, du hast doch da die Kuchen noch, oder? Ja, habe ich gerade von Genasch.
Ich habe Diabetes Hunger. So, meine Aufnahme hat kurz gestoppt, bin wieder da. Okay. ich hoffe überhaupt, der Timer startet hier ordentlich. Ja, wir haben noch 5 Minuten, Leute. Wir haben noch 5 Minuten, dann ist die erste Folge schon um und wir haben schon viel geschafft. Warte mal. Ich bin dafür, schreibt doch mal rein, was ihr von diesem Projekt haltet. Genau. Tobi hat hier den Durchblick. Spätestens in 10 Jahren wird das jemand gesehen. Okay, obwohl sich dann die Wahrscheinlichkeit verringert, dass es jemand sieht. Aber hey. Aber hey. Das ist seltsam, mit der Zeit erhöht sich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Video sieht, sondern sie verringert sich. Ja. Also bis zu einem bestimmten Raum, bis zu 2 Monate erhöht sich die Chance und dann verringert sie sich wieder. Das Gefühl. Ja, das kann gut sein. Ich habe das noch nicht ausgerechnet, aber ich glaub dir mal. Ich meine, wenn ein Video zu alt wird, dann wird es wahrscheinlich weniger angezeigt, wenn es nicht viral geht. Jo, stimmt. Warte kurz, ich setze hier jetzt nochmal schön hier. Warum steht mein Bett da oben? Weil es in der Luft steht, das findet... Das ist jetzt mein Bett. Das soll so cool sein, weißt du? Achso, ich tausche mal den Kabelgenerator aus. Nicht Erde, sondern Kabel. Junge, wehe, du hättest mich da jetzt reingeschubst, ne? Ohne Spaß. Nicht absichtlich. Ich hab schon Paranoia gekriegt hier. Ja, ja. Wow! Oh, hab ich mich erschreckt. Leute, was macht ihr da für ein Mist, ey? Ey, Tobi, hier kann jetzt was passieren. Wenn ich jetzt nicht gleich schnell mache, fließt die Lava hier raus. Okay. Verpiss dich! Verpiss dich! Alter! Verpiss dich! Muss ja nicht gleich gewalttätig werden. Ich werde da nicht gewalttätig! Alter! Hilfe, Hilfe. Das soll ich dich einfach nochmal schubsen. Alter, ich bin richtig deprimiert. Hier kommt nichts raus. Hat irgendwer zufällig aus Versehen hier was aufgesammelt? Leute, habt ihr vielleicht zufällig ein paar Setzlinge aufgesammelt, als ihr hier durchgegangen seid? Nein. Weil ich hab irgendwie das Gefühl, da kommen keine runter. Ja, ganz komisch. Das würde ich mal auch sagen, ja? Sehr gut beobachtet, Watson. Danke sehr, Sherlock. Ich war zwar wahrscheinlich nicht gemeint, aber. Ja. Das ist aber ziemlich scheiße, dass wir keine Setzlinge bekommen. So. Ja, zum Beispiel Fichtenholz habe ich jetzt noch einen, aber ich traue mich nicht, den anzupflanzen, weißt du? Warum? Weil der sonst weg ist, weißt du? Und wenn da nichts Neues mehr kommt, dann haben wir voll verkackt. Man kann Setzlinge doch abbauen, oder nicht? Ja, okay. Man kann die auch abbauen und bekommt sie wieder. Zerstört diesen Setzling und dann... Ein Baum. Warum konnte ich da nicht sitzen? Wo? Voll gebackt. Scheiße. Okay. Bald haben wir die 15 Minuten voll. Wahrscheinlich haben wir schon mehr, weil wir waren voll verpeilt, Leute. Wir sind dumm. Wir haben 13 Minuten und 15 Sekunden. Ja, doch, dann war das doch ganz passend. Alter, ich will voll in alle Richtungen hier exploren. Das wäre so geil. Du meinst, du willst hier mal so ein bisschen die Map absuchen? Nein, das würde ich schon nicht empfehlen. Wieso? Ich kann jetzt schon mal 60, Steps hier machen, diese Half-Steps, das ist ganz nützlich. Fortbewegen tun wir uns nur mit Kabel, oder? Fortbewegen, ja, würde ich sagen. Weil die Erde ist da so seltsam, dass sich auch anhört, zu wertvoll. Ja. Das hört sich nicht seltsam an, das ist Fakt. Ja, aber im Vergleich zum normalen Minecraft. Erde ist so wertvoll und so. Okay. Ja, voll unwertvoll. Ich habe endlich mal einen Setzling gekriegt. Leute, ein Setzling, wie geil, oder? Ich habe noch... hast du jetzt erstmal den Cobblestone-Generator sicher gemacht? Das ist ganz gut. Was haben wir denn hier? Wir haben 7 Bruchsteine. Das ist ganz gut. Tropenholz nehme ich mir mal. Das brauche ich. Oh, ich muss niesen. Gut, dann mute ich mich mal kurz. Oh, Langweiler. Echt so. Voll kein Entertainment-Faktor und so. Ich hab das gehört. Ja, hoffentlich. Hoffentlich hier? Ja, wir reden mit dir. Wow. Wow, wow, wow. Alter, scheiße. Wer hat das Bett da ganz oben hingesetzt, ey? Keine Ahnung. Egal. Oh, warte doch, Leute. Warte doch. Tobi, schlaf mal unter dir, ne? So wie im... Wir bauen... Wir können eigentlich auch so ein riesiges Schlafhäuschen machen.
Jetzt bin ich im Bett. Autsch. Also im wirklichen Sinne. Der liebe Interactive Gaming TV oder was weiß ich auch immer, wie du heißt. Ich hab keine Ahnung. Warte, ich baue mir erstmal hier eine kleine Spitz, eine Axt. Hört mir überhaupt jemand zu? Ey, ich hab noch gar nicht gesagt. Ich hab noch gar nichts gesagt, Tobi. Du hast Anus gesagt, nicht Ennis. Uranus. Oh mein Gott, was seid ihr hier so fies zueinander? Das kann ich ja nicht mal ansehen. Boah, Weilo. Ach, ja. Achso, Leute, wir sind durch. 5:34, ne? Erster Part zu Ende und so. Ja. Jo, erster Part zu Ende. Ich baue hier jetzt gerade noch kurz. Obwohl, nee, das können wir im nächsten Part machen. Ich würde jetzt sagen, Leute, wir stellen uns jetzt mal noch kurz so episch zusammen hier, damit wir beenden können. Wieder in F5-Modus und dann ja. Nein, das war doch gar sexy. Nicht. Hey, Leute, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüssi.